Nun, sollen wir in den Dialalinga gehen? Also, Sadhguru, das ist der größte Stier, den ich je gesehen habe. Aber ich meine, er ist prächtig. Er ist aggressiv, er ist massiv und er sieht aus, als wäre er bereit zum Handeln, direkt auf den Dhyanalinga-Tempel gerichtet. Erzähl mir über ihn. Das ist Shivas Vehikel. Sein Auto draußen geparkt. Erwartest du, dass er einen leichten Roller fährt? Er fährt eine beachtliche Maschine. Richtig. Kann ich ihn berühren? Ja. Aus was ist der gemacht? Ich meine, ich kann sehen, dass es Metall ist. Ist es Stahl? Schau, es ist eine sehr einzigartige Art, es auszuführen. Jedes Stück ist nicht mehr als etwa 15 bis 20 Zentimeter kleine Stücke, alle zusammengesetzt. Wahrscheinlich ist das der einzige Stier in einem Tempel, der so gemacht wurde. Und innen ist er gefüllt mit Sesamsamen, Kurkuma, Vibhuti, der heiligen Asche, und bestimmten Ölen und etwas Sand. Bestimmte Arten von Erden sind darin. Dadurch wird der Stier mit einer gewissen Energie schwingen. Wenn Menschen kommen und sie mit dem Stier sind, strahlt er ein bestimmtes Energiefeld aus. Es wurde also auf eine bestimmte Weise zubereitet, das ganze Gebräu. Dieser hat etwa 20 Tonnen Material in sich aufgenommen. Es ist innen voll. Es ist wie ein Tank, der mit diesen Substanzen gefüllt ist. Und er ist versiegelt, er ist für immer. Und wenn ich um den Stier herumgehe, sollte ich eine Art von Energie spüren? Das solltest du. Wenn ich mich dafür öffne. Ja? Wenn ich mich der Bullensache öffne. Nein, normalerweise ist es nicht der Bulle, auf den man sich in dieser Weise bezieht. Es ist nur das, was der Bulle fallen lässt, okay? Okay. Ja. Hebe nicht den Mist auf. Nur der Stier ist gut. Und warum ein Stier? Und warum ist der Stier? Ich meine, ich verstehe, dass es Shivas Gefährt ist. Und Dhyanalinga handelt von Shiva. Na und? Er wartet darauf, dass Shiva herauskommt und sagt, erzähl mir mehr über Nandi. Er wartet nicht, dass er herauskommt und etwas sagt. Er wartet. Nandi ist ein Symbol für ewiges Warten, okay? Okay. Weil das Warten in dieser Kultur als die größte Tugend gilt. Jemand, der es versteht, einfach zu sitzen und zu warten, ist von Natur aus meditativ. Er erwartet nicht, dass Shiva morgen herauskommt, aber er wird ewig warten. Diese Qualität ist also die Essenz der Empfänglichkeit. Deshalb ist Nandi Shivas engster Komplize, denn er ist die Essenz der Empfänglichkeit. Bevor du also in den Tempel gehst, musst du die Qualität des Nandi haben, dass du einfach sitzt. Du versuchst nicht, in den Himmel zu kommen, du versuchst nicht, dies oder das zu bekommen, du gehst hinein und sitzt einfach. Indem er also einfach nur hier sitzt, sagt er zu dir, wenn du in den Tempel gehst, dann mache nicht deine fantasievollen Dinge. Frag nicht nach diesem, jenem Unsinn. Geh einfach und sitze, wie ich. Das ist also die Botschaft, die er dir vermittelt. Und ich nehme an, Warten und Erwartung sind zwei verschiedene Dinge, richtig? Er wartet nicht in Erwartung von irgendetwas. Das ist, was ich sage. Bloß warten. Er rechnet nicht mit etwas, er erwartet nichts. Er wartet nur. Das ist Meditation. Nur sitzen. Okay. Das ist also seine Botschaft für dich. Einfach hineingehen und sitzen. Wachsam. Nicht schläfrig. Wachsam und sitzend. Ja. Du sagst also, Sadhguru, dass der Stier in dem sitzt, was wir Meditation nennen würden. Schau, die Leute haben Meditation immer als eine Art von Aktivität missverstanden. Nein, es ist eine Qualität. Ein grundlegender Unterschied also, warum? Weil dies ein meditativer Tempel ist, dies ist kein Gebetstempel. Gebet bedeutet, man versucht, zu Gott zu sprechen. Man versucht, ihm seine Gelübde, seine Erwartungen, seine was auch immer mitzuteilen. Meditation bedeutet, man ist gewillt, Gott zuzuhören. Man ist einfach bereit, auf die Existenz, auf die ultimative Natur der Schöpfung zu hören. Man hat nichts zu sagen, man hört einfach zu. Das ist die Qualität von Nandi. Er sitzt einfach nur. Wachsam. Das ist sehr wichtig. Er ist wachsam. Er ist nicht schläfrig. Er sitzt nicht auf eine passive Art. Er sitzt sehr aktiv. Keine Erwartung, keine Vorausschau.
keine Vorfreude auf irgendetwas, sondern volle Wachsamkeit, volles Leben, aber nur sitzen. Das ist Meditation. Aktive und nicht passive Meditation, keine Erwartung, nichts, nur warten. Ja, einfach nur warten, nicht auf etwas Bestimmtes. Was auch immer Realität ist, wenn du einfach wartest, ohne dein eigenes Ding zu machen, dann wird die Existenz ihr Ding machen. Ja. Meditation bedeutet also im Grunde, dass du nicht dein eigenes Ding machst. Der einzelne Mensch macht nicht sein eigenes Ding, er ist einfach nur da. Wenn du also einfach da bist, wirst du dir der größeren Dimension der Existenz, die immer in Aktion ist, bewusst. Und ein Teil davon? Und natürlich, du bist sowieso ein Teil davon. Du wirst dir bewusst, dass du ein Teil davon bist. Sogar jetzt bist du ein Teil davon. Aber sich bewusst zu werden, dass ich ein Teil davon bin, ist Meditativität. Nandi ist also die Symbolik dafür, er sitzt nur. Sitzt hier, erinnert alle daran, ihr müsst so sitzen wie ich. Hat Nandi eine weibliche Form oder ist er männlich und weiblich, beides? Nein, nein, nein. Er ist einer der Ganas. Er gehört also nicht zur Mann-Frau-Kategorie. Er ist jenseits davon. Ja. Können wir ins Innere des Dhyanalinga gehen? Also Sadhguru, als wir zum Dhyanalinga gingen, habe ich Folgendes bemerkt, auch bei dem Kurs, den ich mit dir gemacht habe. Da war und der Dhyanalinga in dem Moment, in dem die Menschen dich gesehen haben, sogar aus der Ferne, gibt es ein plötzliches Ausströmen von Liebe, ein völliges Ausströmen von Liebe. Lass uns also über Liebe sprechen. Das ist eine Art von Liebe. Es ist, was geschieht? Ist da etwas, ist es eine Befreiung? Das könnte eine Sache sein, wenn sie dich sehen und sich ihre eigenen Spannungen und Gefühle lösen. Andererseits ist da eine Art von Energie, die du auf sie überträgst. Ist diese Energie nur in einer liebevollen Beziehung möglich? Selbst zwischen dir und den Menschen oder auch zwischen den Menschen selbst. Was ist diese Energie, die man Liebe nennt? Und dann wollen wir es auf Mann und Frau beziehen, weil das die Liebe ist, die die meisten von uns kennen. Liebe oder Hass, was auch immer du willst. Aber lass uns über Liebe oder die Energie reden, die Liebe ist. Es gibt nicht so etwas wie eine Energie, die Liebe ist. Leben ist eine gewisse Energie. Du bist eine gewisse Lebensenergie. Es gibt viele Teile von dieser Lebensenergie, findet ihren Ausdruck als Gedanke, als Körper, physische Handlung, Emotion. Und es gibt natürlich noch andere Dimensionen, energetische Handlung. Wenn du in deinem Leben nur eine körperliche Tätigkeit ausüben kannst, ist die Dauer und der Umfang dieser Tätigkeit sehr begrenzt. Mhm.
Da du deine körperliche Aktivität mit deiner mentalen Aktivität stärkst, je nach Schärfe und Intensität deiner mentalen Aktivität, nimmt deine körperliche Aktivität ein anderes Niveau an, als ob sie sich aufgrund der mentalen Aktivität in eine andere Dimension bewegt. Wenn du einen Film machst, wenn er rein körperlich ist, ist er auf eine Art. Es ist ein gewisser Intellekt darin involviert, er ist auf eine andere Art. Es ist eine gewisse Emotion darin involviert, er ist wieder auf eine andere Art. Ist es nicht so? So verhält es sich also auch mit dem Leben. Es gibt also verschiedene Ebenen der Intensität. Das Körperliche ist auf einer Ebene der Intensität, das Intellektuelle ist eine weitere Ebene der Intensität, Emotion ist eine andere Ebene der Intensität. Im Allgemeinen sehen die Menschen auf Emotionen herab als etwas, das geringer ist als der Intellekt, was eine völlig falsche Herangehensweise ist, was, wie ich glaube, die Menschen langsam begreifen. Jetzt sprechen sie von emotionaler Intelligenz. Denn Emotionen sind in vielerlei Hinsicht zu einer höheren Intensität fähig als der Intellekt. Der Intellekt hat eine gewisse Kühle. Der Intellekt hat eine gewisse Durchdringung, aber Emotionen können einfach alles umarmen. Der Intellekt kann Teile des Lebens kennen, die Emotion kann die Ganzheit des Lebens kennen. Das ist der Grund, warum spirituelle Traditionen Hingabe immer als das Wichtigste angesehen haben. Denn ein hingebungsvoller Mensch erscheint einem intellektuellen Menschen wie ein Narr. Aber was ein hingebungsvoller Mensch kennt im Sinne von Lebenserfahrung und was er in Bezug auf die Wahrnehmung des Lebens in seiner Gesamtheit weiß, wird ein intellektueller Mensch niemals berühren. Ein sich Hingebender erscheint daher wie ein Dummkopf, aber der eigentliche Dummkopf ist anderswo. Was hier gerade passiert, wenn Menschen um mich sind, ist also weder Intellekt noch Emotion noch Körper. Es ist eine andere Dimension, die einfach reine Schwingung von Energie ist. Wenn ich auf eine bestimmte Weise widerhalle, rollen manche Menschen ihre Augäpfel nach oben und sitzen einfach da. Manche Menschen weinen, manche Menschen lachen, manche Menschen haben das Gefühl, dass sie so viele Dinge erkannt haben, weil sie sich in diesem Raum befinden. Dies ist ihr Ausdruck davon. Das ist so, wie wenn ich dir eine elektrische Verbindung gebe. Jemand macht Licht daraus, jemand macht Ton daraus, jemand macht Kühle daraus, jemand macht Wärme daraus. Verschiedene Geräte machen unterschiedliche Dinge aus demselben Strom. Meine Sache ist also nur, diese Energie zu verströmen. Jemand macht Liebe daraus, jemand macht Wachsamkeit daraus, jemand macht Bewusstheit daraus, jemand macht Meditativität daraus. Das bleibt dem Einzelnen überlassen, je nach seiner Evolutionsstufe und seiner Empfänglichkeit, wie er ist. Erzeuge ich also eine Liebesenergie? Es gibt nicht so etwas wie eine Liebesenergie, es gibt nur Lebensenergie. Es gibt nur Lebensenergie. Du kannst, Liebe ist nur ein Ausdruck des Lebens. Intellekt ist ein anderer Ausdruck des Lebens. Körperliches Handeln ist ein anderer Ausdruck des Lebens. Bewusstheit ein anderer Ausdruck des Lebens. Das Leben kann also Millionen von Ausdrucksformen finden. Aber wenn Menschen die eine über die andere loben, ist das ein großer Fehler. Alle davon werden gebraucht. Liebe ohne die nötige Bewusstheit und Ausgeglichenheit wird furchtbar anstrengend sein, nicht wahr? Du weißt schon, heutzutage ist es Mode geworden, so zu reden. Liebe ist der Kern des Universums. Liebe ist eine menschliche Emotion. Sie hat nichts mit dem Universum zu tun. Liebe ist die Süße deiner Emotionen. Lass es mich so ausdrücken. Schau, wenn dein physischer Körper angenehm wird, nennen wir das Gesundheit. Wenn er sehr angenehm wird, nennen wir es Vergnügen. Wenn deine mentale Struktur angenehm wird, nennen wir das Frieden. Sie wird sehr angenehm, wir nennen das Freude. Wenn deine emotionale Struktur angenehm wird, nennen wir das Liebe. Wenn sie sehr angenehm wird, nennen wir es Mitgefühl oder Hingabe. Wenn deine Energie selbst sehr angenehm wird, nennen wir das Glückseligkeit. Wenn sie äußerst angenehm wird, nennen wir es Ekstase. Das ist alles, was geschieht. Wenn ich also hereinkomme, gibt es bestimmte Menschen, die ekstatisch werden. Es gibt einige Menschen, die liebevoll werden. Es gibt einige Menschen, die bewusst und meditativ werden. Aber es ist ihr Tun. Es ist ihre Ausstattung ist so. Alles, was ich tue, ist, Lebensenergie mit äußerster Intensität zu verströmen. In dem Raum, in dem du dich jetzt befindest, wenn du mit Menschen zusammen bist, strahlt das jetzt ungewollt aus? Strahlt das aus, oder
unbeabsichtigt, ein gewisses Maß davon geschieht unbeabsichtigt, aufgrund der Natur von deiner, wer du bist. Aber wenn du dich in bestimmten Situationen befindest, ist es beabsichtigt. Denn die Menschen kommen nur zu dir, weil sie einen Nutzen aus dir ziehen können. Wenn du diesen Nutzen also nicht anbietest, ist das gefühllos gegenüber ihren Bedürfnissen. Okay, also die Geste, die du gerade gemacht hast, erzähl mir mehr darüber. Weil jeder kommt, mache ich das. Jeder andere macht das. Ist das, erzähl mir mehr über diese Geste. Ist es eine aufnahmefähigere Geste oder ist es nur eine kulturelle Sache? Schau, es gibt viele Aspekte hierzu. Eine Sache ist, neurologisch gesehen wissen wir heute, dass es viele Nervenenden in unseren Handflächen gibt. Eigentlich sprechen deine Hände mehr als deine Zunge und deine Stimme. Eigentlich. Es gibt also eine ganze Wissenschaft der Mudras im Yoga. Einfach dadurch, dass du deine Hand auf unterschiedliche Weise hältst, kannst du das ganze System auf unterschiedliche Weise funktionieren lassen. Ich denke, wir haben das Experiment mit euch gemacht, sie so halten, sie so halten. Du hast schon Menschen gesehen, die so sitzen, diese Art von Mudras, jene Art von Mudras, weil die Hand wunderbare Dinge mit dem System machen kann. Das ist also ein bestimmtes Mudra, kann man sagen. Das ist bekannt als Namaste oder Namaskar. Es ist ein bestimmtes Mudra. In dem Moment, in dem du deine Hände so zusammenlegst, werden deine Qualitäten wie deine Vorlieben und Abneigungen, deine Dualitäten, deine, du weißt schon, Begierden und Abneigungen, all diese Dinge werden ausgeglichen. Es gibt eine gewisse Einheit im Ausdruck dessen, wer du bist. Wenn man das tut, befinden sich die Energien auf einem bestimmten Level von, sie funktionieren nicht unterschiedlich, sie funktionieren als Ganzes. Das ist ein Aspekt. Und der Grund, warum man das tut, ist, wenn man einen Menschen sieht, das ist der Gruß in Indien. Es ist, schau, wenn ich deinen Körper anschaue, vielleicht mag ich dich, vielleicht mag ich dich nicht. Wenn ich deinen Verstand anschaue, wiederum, vielleicht mag ich dich, vielleicht nicht. Wenn ich deine emotionale Struktur anschaue, vielleicht mag ich dich oder mag dich nicht. Wenn ich also einen Menschen treffe, möchte ich nicht in diese Vorlieben und Abneigungen verstrickt werden. Ich möchte nicht mit diesem Wesen verstrickt werden. Die einzige Absicht, einen Menschen zu treffen, besteht darin, dass entweder du sein Leben verbessern kannst oder er dein Leben verbessern kann. Oder dass wir beide gegenseitig unsere Leben verbessern, sonst brauchen sich die Menschen nicht zu treffen. Es ist besser, sie sind alleine, nicht wahr? Ja. Wenn du auf irgendeine Weise das Leben eines anderen Menschen verbessern kannst oder wenn du aus dem Leben eines anderen Menschen Nutzen ziehst, dann ist das eine Begegnung wert. Andernfalls ist es besser, Menschen sind alleine, sie müssen sich nicht treffen. Und das ist, wie die spirituellen Strukturen sind. Du bist ein Asket, du willst niemanden treffen, weil du selbst mit bestimmten Dingen zu tun hast. Wenn du das Gefühl hast, dass du davon profitieren kannst, mit jemandem zusammen zu sein, oder dass er davon profitieren kann, mit dir zusammen zu sein, dann erlaubst du das. Andernfalls mach dir keine Gedanken. Du bist nicht in einem zwanghaften Bedürfnis nach Gemeinschaft. Nur jene Menschen, die sich fürchterlich alleine oder einsam fühlen, wenn sie alleine sind, sie befinden sich in einem zwanghaften Bedürfnis nach Gemeinschaft. Wenn du dich also einsam fühlst, wenn du alleine bist, bedeutet es, du bist in schlechter Gesellschaft, nicht wahr? Wenn du die Gesellschaft dieser Person nicht genießt, bist du offensichtlich in schlechter Gesellschaft. Deshalb suchst du nach einer besseren Gesellschaft. Sadhguru, in Bezug auf die Liebe, die wir am meisten kennen und über die am meisten gesprochen wird und über die viele, viele Bücher geschrieben werden und die am meisten diskutierte Sache in dieser Welt sind Beziehungen. Lass uns also einfach eine Beziehung nehmen, die mehr Ängste verursacht als alles andere, die Liebe zwischen Mann und Frau. Lass uns, erzähl mir doch über die Natur davon und warum sie so viele Ängste auslöst. Und gibt es eine spirituelle, potenziell spirituelle Dimension in der Natur der Liebe zwischen Mann und Frau? Wir haben über das Feminin-Maskuline, das Männlich-Weibliche gesprochen. Gibt es etwas, das wir in einer Ehe finden können, das sie über den Stress und die Belastung in einer alltäglichen, zweckmäßigen Ehe hinausführt? Schau, es gibt nicht so etwas wie Mensch-Hund-Liebe, Mann-Frau-Liebe, Mann-Mutter-Liebe, Mann-Sohn-Liebe, Mann-Tochter-Liebe. So etwas gibt es nicht. Liebe ist nur eine gewisse Süße der Emotion. Wie du dahin gelangst, ist die einzige Frage, nicht wahr? Die Methode. Ja. Nun, wir haben uns das angesehen. Wir tun dies, weil wir, wenn wir eine Person sehen, wenn wir Körper, Verstand, Emotionen, dies, das sehen, dazu neigen, sie zu mögen, nicht zu mögen, uns zu verstricken, all diese Dinge. Zuallererst, wenn man einen Menschen trifft, identifiziert man daher seine ultimative Natur. Es gibt eine Quelle der Schöpfung in ihm, deshalb ist er geschaffen worden. Die eigentliche Quelle der Schöpfung in ihm, vor der verneigt man sich also zuerst. Du versuchst, eine Beziehung dazu aufzubauen, weil das auch dein Bestreben mit dir selbst ist. Du fragst immer wieder, wer bin ich? Also versuchst du, diese Antwort überall zu finden. Als erstes schaust du, ob diese Erfahrung da ist oder nicht. Du kultivierst die Richtung darauf hin.
Wenn ich dich sehe, kann ich Hallo sagen. Stattdessen tue ich dies, denn zuallererst beziehst du dich auf die Quelle der Schöpfung in der Person. Dann werden wir vielleicht auf verschiedenen Ebenen interagieren. Wir mögen den Intellekt der Person, wir sprechen damit. Wir mögen die Emotion der Person, wir umarmen sie. Wenn wir, du weißt schon, wenn es körperlich ist, geht es in eine andere Richtung, was auch immer. Die Mann-Frau-Sache ist also eine zwanghafte Liebesaffäre. Die Natur treibt euch aufeinander zu, weil die Natur nur an nur einer Sache interessiert ist, sich selbst fortzusetzen. Wenn sie nicht irgendwie Mann und Frau zusammenbringt, wären du und ich nicht hier. Daher, ob sie sich lieben oder nicht, das ist nicht die Frage. Sie müssen irgendwie zusammenkommen, sonst wären du und ich nicht geboren worden. Das ist also ein zwanghaftes Bedürfnis. Dieses Bedürfnis wirft die Menschen zusammen, um etwas von dem Gefühl der Einheit zu erfahren. Das ist eine Liebesaffäre, die chemisch von der Natur unterstützt wird. Okay. All die anderen Liebesaffären sind nicht chemisch unterstützt durch die Natur, es sind bloß deine. Aber das ist eine Liebesaffäre, die von der Natur chemisch unterstützt wird. Für die meisten dieser Liebesaffären, unglücklicherweise, sobald sich die Chemie erschöpft, wundern sie sich, warum zum Teufel sie zusammen sind. Bevor also die Chemie versiegt, sollte man eine andere Ebene einer bewussten Liebesaffäre aufbauen, die über die Chemie hinausgeht. Wenn das nicht passiert, wird es hässlich. Was ist also diese Liebesaffäre, die eine bewusste Liebesaffäre ist? Lass uns darüber sprechen. Lass uns mehr darauf eingehen. Gibt es dabei eine potenzielle spirituelle Dimension? Ich sage nicht, es muss eine geben. Ist die potenziell vorhanden? Aber lass uns zuerst sagen, wenn die Chemikalien nicht mehr reagieren, was reagiert dann? Was funktioniert? Schau, die Chemie geht vom Körper aus, okay? Die Körperchemie spielt bestimmte Dinge entsprechend ihren Bedürfnissen aus. In dem Moment, in dem das Bedürfnis befriedigt ist, fragst du dich, warum zum Teufel du hier bist, okay? Das ist also eine ganz andere Sache. Das ist ein Trick der Natur. Du bist, wie du mit 10, 11 Jahren bist, die Welt war alles in Ordnung mit ihr. Auf einmal wird deine Intelligenz von deinen Hormonen gekapert. Auf einmal sieht die ganze Welt anders aus. Ganz plötzlich. Alles, was also geschah, ist, deine Intelligenz wurde von den Hormonen gekapert. Die Chemie hat dich gekapert. Sehr, sehr wenige Menschen haben die nötige Bewusstheit, um darüber hinaus auf das Leben zu schauen. Jeder andere wird geflutet von diesem Prozess. Bis sie sich erholen, ist es für gewöhnlich zu spät. Nicht notwendigerweise. Ist es also etwas Falsches oder Richtiges? Es gibt nichts Falsches oder Richtiges, es ist nur begrenzt. Das ist alles. Ist begrenzt zu sein ein Verbrechen? Nein. Aber die Natur des Menschen ist so, dass er an Begrenzungen leidet. Er mag es nicht. Was du also als Liebe bezeichnest, ist im Grunde genommen die Süße deiner Emotion. Du sitzt hier. Du könntest Liebe für jemanden empfinden, der nicht einmal hier ist. Es hat also nichts mit irgendjemandem zu tun. Es ist nur die Süße deiner Emotionen. Ist nun deine Liebesbeziehung, deine Fähigkeit zu lieben, ist sie eine selbststartende oder eine mit Schiebestart? Musst du herumschieben, um liebevoll zu sein, oder kannst du einfach von dir selbst aus liebevoll sein? Das ist die Frage. Wenn du dir das genau ansiehst, ist es natürlicherweise deine innerste Sehnsucht, von jedem Menschen auf diesem Planeten frei zu sein, frei von allem, damit du einfach so sein kannst, wie du sein willst. Aber im Moment haben wir uns gesellschaftlich an all diese Dinge gebunden, weil wir denken, dass das die einzige Art und Weise ist, wie es funktioniert. Auf diese Weise hat es bei vielen Menschen funktioniert, weil viele Menschen nur so sind, dass sie angeschoben werden müssen. Nur dann, etwas widerfährt ihnen. Es ist, was soll man sagen, eine rudimentäre Technologie. Wenn dein Auto jeden Tag angeschoben werden muss, sehen wir das heute als rudimentäre Technologie, nicht wahr? Vielleicht vor 50, 60 Jahren war ein Auto mit Schiebestart ganz in Ordnung. Solange es angegangen ist, war es okay, aber jetzt nicht mehr. Wenn ein Mensch sich also seiner eigenen Natur immer mehr bewusst wird, versteht er, dass man im Grunde niemanden braucht, um Liebe zu erfahren, um Glückseligkeit zu erfahren, um Ekstase zu erfahren, sogar um orgasmische Lebensweisen zu erfahren.
Wenn du einfach hier sitzt, kannst du es mit dir selbst geschehen lassen. Denn schließlich ist es dein Körper, ist es dein Verstand, ist es deine Emotion, ist es deine Chemie. Und du bist derjenige, der alle Erfahrungen deines Lebens erschafft. Weil die Menschen sich dessen nicht bewusst sind, dass man selbst der Schöpfer seines Lebens ist, dass man selbst sein Leben so gestaltet, wie man es will. Die meisten Menschen glauben immer noch, dass ihre Erfahrungen von den Menschen und Situationen um sie herum geprägt werden, aber das ist nicht wahr. Menschliche Erfahrungen sind zu 100% selbst geschaffen, zu 100%. Wenn es also selbst geschaffen ist, würdest du es jetzt, wenn du hier sitzt, vorziehen, die Süße deines Verstandes, die Süße deines Körpers, die Süße deiner Emotionen, die Süße deiner Energie beizubehalten? Oder würdest du etwas Bitteres mögen? Ja, ich würde Süße bevorzugen. Süße. Du wärst also ganz natürlich liebevoll. Es braucht niemanden. Also eine Beziehung, wenn man einen Mann und eine Frau sieht, spricht man von einer Beziehung. Denn es gibt dabei noch andere Aspekte. Es mag einen sozialen Gesichtspunkt geben, es mag einen körperlichen Gesichtspunkt geben, es mag einen psychologischen Gesichtspunkt geben, es mag einen wirtschaftlichen Gesichtspunkt geben. Es gibt eine Vielzahl anderer Dinge, die in einer Beziehung erfüllt werden müssen. Wir formen Beziehungen mit einer Vielzahl an Menschen in unserem Leben. Man hat gesellschaftliche Beziehungen, man hat persönliche Beziehungen, man hat berufliche Beziehungen. Wir bauen also Beziehungen auf, um verschiedene Arten von Bedürfnissen zu erfüllen oder um die Bedürfnisse eines anderen zu befriedigen, je nachdem, wie es ist. Das ist eine Beziehung. Aber was du als Liebe bezeichnest, ist nur die Süße deiner Emotion. Du kannst einen anderen Menschen benutzen, um das in dir zu stimulieren, oder du kannst selbst der Selbststartmechanismus sein. Aber es ist möglich, dass zwei Menschen zusammen sind, wenn sie über die Chemie oder die Chemie der Hormone hinaus zusammen sind. Dass sie sich selbst starten, dass sie sich gegenseitig Starthilfe geben und diese Beziehung fortsetzen. Ich meine, siehst du einen Wert darin? Siehst du einen Wert darin, dass Menschen so lange zusammenbleiben in einer Ehe, jenseits der Pflicht, jenseits der Aussage, okay, wir haben Kinder, wir müssen es zusammentun, die Gesellschaft erwartet das von uns. Schau, es gibt eine gewisse Schönheit, wenn zwei Menschen ihre Leben als eines verweben. Es gibt ein gewisses Gefühl von, schau, wenn du wirklich mit jemandem zusammen sein willst, musst du in gewisser Weise einen Teil von dir selbst aufgeben. Daher ist der englische Ausdruck in Liebe fallen sehr bedeutsam. Man kann nur in sie fallen. Man kann nicht in ihr stehen, man kann nicht in sie klettern, du musst in sie fallen. Fallen bedeutet, ein Teil von dir muss gehen, um einen anderen aufzunehmen. Was eine gute Sache für einen Menschen ist, dass er nicht zu viel auf sich selbst hält. Jemand, der zu viel auf sich selbst hält, kann nicht in einer Liebesaffäre sein. Irgendwo muss man einen Teil von sich aufgeben, um in einer Liebesaffäre zu sein. In diesem Sinn ist es eine sehr schöne Sache. Aber in diesem Verweben, wie du es nanntest, ist es für dich möglich, mit einem anderen Menschen zusammen zu sein, der, und ich vermute hier nur, der zum Kanal für eine eigene Selbstverwirklichung wird. Ist das eine Möglichkeit? Könnte das eine Grundlage einer Beziehung sein? Es ist definitiv eine Möglichkeit, aber es ist eine riskante Möglichkeit. Okay, ich verstehe das. Stimmt. Es kann sein, dass du dich in den vielen Komplexitäten einer Beziehung verhedderst und verlierst, anstatt die ultimative Natur zu finden. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, das ist durchaus möglich. Deshalb haben wir in Indien, als wir Menschen verheiratet haben, etwas gebunden, was Mangal Sutra genannt wird. Heute ist es nur noch ein Faden, ein ritueller Faden, aber so hat es ursprünglich nicht angefangen. Es gibt einen Weg, einen Energiestrang von dir und deinem Partner zu nehmen und ihn auf bestimmte Weise zu verknüpfen, sodass jenseits deiner Logik, jenseits deines Verstehens, jenseits deiner psychologischen, emotionalen und körperlichen Bedürfnisse, irgendwo tief im Inneren zwei Wesen miteinander verbunden sind, zwei Leben miteinander verbunden sind. Viele Leute können nicht verstehen, wie diese beiden Menschen zusammen sein können, weil in ihnen nichts gemeinsam zu sein scheint. Und doch sind sie wie eins, weil sie auf einer anderen Ebene miteinander verbunden sind. Dies kann aufgrund der körperlichen Nähe in der Intimität der gesamten Beziehung geschehen. Aber sogar bevor man sie beginnt, haben wir eine ganze Technologie dafür, wie man zwei Leben zusammenbindet. Daher sagten wir immer, das ist eine lebenslange Sache, man kann sie nicht lösen. Wenn man es löst, muss man zwei Leben auseinanderreißen. Denn es war nicht nur eine Vereinbarung, es war eine Art Vereinigung.
Wenn du dir all die Mantren anhörst, die bei Hochzeiten gesungen werden, sprechen sie immer davon, wie diese beiden Wesen zusammengeschweißt werden, okay? Jedenfalls kommst du aus Bollywood und es gab eine Zeit vor 30, 25 Jahren, da hieß es in jedem Lied Janam, Janam, Janam für ein ganzes Leben. Jetzt sprechen sie vom Verfallsdatum. Okay. Der gesamte Kontext von Beziehungen hat sich also verändert, was ich als traurig empfinde, weil die Tiefe des Zusammenseins mit einem anderen Wesen dabei verloren gegangen ist. Im Namen der Freiheit, im Namen der Wahlmöglichkeit wird man in Wirklichkeit furchtbar zwanghaft. Dabei geht es nur um dich. Wenn es nur um dich selbst geht, wirst du die Schönheit des Lebens nicht kennen. Bei diesen Ehen, die auf eine bestimmte Weise geschlossen wurden, ging es also nie um dich. Es ging immer um die andere Person. Beide Menschen, wenn sie so denken, es geht um die andere Person, dann ist das ein schöner Ort. Wenn nur eine Person so denkt, wird es zur Ausbeutung. Wenn beide Personen nicht so denken, ist es nur eine zwanghafte Beziehung. Ich versuche, etwas von dir herauszuholen. Du versuchst, etwas von mir herauszuholen. Es ist eine ständige Konfliktsituation. Wenn wir mit unseren Hormonen durch sind, hat die Natur nur noch wenig Verwendung für uns. Die Natur reproduziert sich gerne selbst. Sie liebt alle ihre Bestandteile. Wenn wir mit den Hormonen durch sind und wir mit der Chemie durch sind, warum gibt uns die Natur das Potenzial, noch in diesem Körper zu existieren, wenn sie mit uns fertig ist? Wenn wir getan haben, was die Natur von uns abverlangt. Nein, Fortpflanzung ist nur ein Erfordernis. Okay. Okay. Fortpflanzung ist nicht die Gesamtheit des Lebens. Sie ist nur ein Erfordernis. Die Natur will zwanghaft, dass du dich fortpflanzt, weil sie sich fortsetzen will. Es ist weder eine gute Sache noch eine schlechte Sache. Es ist einfach eine bestimmte Notwendigkeit der Natur. Schau, angenommen, die ganze Welt würde asketisch werden. Dann würden wir jeden zwingen zu heiraten, nicht wahr? Ja, jetzt stelle ich dir diese Frage mit sehr spezifischen Vorstellungen, denn jeder spricht heute darüber und jeder ist verwirrt darüber, was Gesundheit wirklich ist. Denn die Botschaften, die vermittelt werden, sind so unterschiedlich. Gesundheit und Langlebigkeit sind zwei Dinge, die in aller Munde sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mich umsehe, dass, was ist der Wert? A, über ein bestimmtes Alter hinauszuleben, und aber B, wenn man über ein bestimmtes Alter hinauslebt, gibt es etwas in uns, das uns eigentlich gesund erhalten könnte? Oder brauchen wir immer Hilfe von außen, von Ärzten und Krankenhäusern? Denn wenn es etwas gibt, das uns innewohnt, dann würde ich vielleicht glauben, dass die Natur die Absicht hat, uns am Leben zu erhalten. Hätte die Natur nicht die Absicht, dich am Leben zu erhalten, wärst du tot. Selbst jetzt bist du nicht wegen der Medikamente am Leben, die du einnimmst, oder wegen der Krankenhausbesuche, die du machst. Nicht wegen der Gesundheitsuntersuchungen, weil die Natur immer noch will, dass du leben sollst. Der Lebensprozess ist fähig zum Leben, deswegen ist er lebendig. Nicht wegen der Medizin ist er lebendig. Medizin kann ein bisschen herumspielen. Sie kann das Leben an sich nicht erschaffen. Schau, es gibt viele Möglichkeiten, es zu betrachten. Ich versuche, es auf eine sehr schlichte Art darzustellen. Nein, das musst du nicht. Ich bin schlicht genug. Mach dir also keine Sorgen. Denn wenn es keine Möglichkeit gibt, dann sag es einfach so, wie du es fühlst. Und ich stelle dir die einfache, naive Frage erneut. Die Sache ist, dieser Körper, den du trägst, wurde von innen heraus erschaffen, nicht wahr? Du hast Rohmaterial von außen zur Verfügung gestellt, aber der Schöpfungsprozess geschah von innen. Es ist also offensichtlich, dass die Quelle der Schöpfung im Inneren liegt oder der Hersteller des Körpers im Inneren ist. Wenn du also eine Reparatur zu erledigen hast, würdest du dich lieber an den Hersteller oder an den örtlichen Mechaniker wenden. Wenn du Zugang zum Hersteller hast, ist das die Stelle, an die du dich gerne wenden würdest. Denn der Hersteller weiß viel mehr über diese Maschine als ein lokaler Tüftler, nicht wahr? Wenn du aber den Zugang verloren hast, musst du dich an den örtlichen Tüftler wenden. Um Gesundheit zu erzeugen, zu versuchen, es von außen zu reparieren, ist also ein sehr mühsamer Prozess. Wenn du den Zugang zu deinem innersten Kern bewahrst, wird Gesundheit ein natürliches Phänomen sein. Das ist nicht etwas, das du managen musst. Das ist überhaupt nicht etwas, das du von außen managen musst. Das ist eine ganz falsche Wahrnehmung.
Also die Auffassung, dass Spiritualität das ist, was, indem man mit seinem inneren Selbst und seiner Beziehung der gesamten Existenz in Kontakt bleibt, fördert es ganz natürlich die Gesundheit, ohne dass man darüber nachdenken muss. Ist das wahr? Schau, heute ist es wissenschaftliche Erkenntnis, allgemeines medizinisches Wissen, dass jede Zelle im Körper auf Gesundheit programmiert ist. Auf natürliche Weise ist es auf Gesundheit programmiert. Wenn es auf Gesundheit programmiert ist, warum würde es gegen dich arbeiten? Schau, wenn du eine Infektion bekommst. Eine Infektion bedeutet, dass es eine Art Invasion von externen Organismen ist. Sie müssen bekämpft werden. Es ist eine Kriegssituation. Man muss etwas, einen chemischen Krieg gegen sie führen und sie töten und alles tun, was man tun muss, um sich von dieser Situation zu erholen. Das ist eine andere Sache. Aber mehr als 70% der Krankheiten auf diesem Planeten sind chronisch. Das bedeutet, sie sind selbst geschaffen. Sie wurden innerhalb deines eigenen Körpers geschaffen, durch dein eigenes System. Warum sollte dieses System, das einen immensen Wunsch hat, zu existieren und zu überleben, eine Krankheit erzeugen oder etwas gegen sich selbst tun? Irgendwo sind einige Grundlagen verloren gegangen, nicht wahr? Wenn du also in Kontakt mit deinem innersten Kern bleibst, der die Quelle der Schöpfung ist, der Hersteller des Körpers ist, der Schöpfer dieses Körpers ist, dann ist Gesundheit nicht einmal etwas, an das du denken musst. Zu viel, was ich sehe, ist, dass, besonders wenn Gesellschaften wohlhabend werden, Gesundheit eine... Ich weiß nicht, die Art, wie sie in den westlichen Gesellschaften über Gesundheit sprechen, ist wie eine Vollzeitbeschäftigung. Tag ein und Tag aus, von morgens bis abends, reden sie nur über ihre Gesundheit. Das ist überall das Hauptgesprächsthema, nicht wahr? Und Junge. Ja, ja. 25-Jährige, 26-Jährige auch. In einer wettbewerbsorientierten Art und Weise. Ich bin gesünder als alle anderen. Gesundheit ist nicht etwas, über das man diskutieren oder reden oder das man anstreben muss. Wenn man dieses System in einer bestimmten Weise hält, strahlt es von selbst Gesundheit aus. Würdest du diesen Weg als einen meditativen Weg bezeichnen? Das würde ich gerne, aber ich würde das Wort Meditation vermeiden, weil es ein so stark missbrauchtes Wort ist. Wenn ich Meditation sage, hat jeder seine eigene Vorstellung davon, was Meditation ist. Ich würde also sagen, wenn du so viel wüsstest, was es bedeutet, einfach hier zu sitzen, absolut still, alles still in dir für 2 Minuten am Tag, dann wärst du vollkommen gesund. Nur 2 Minuten. Der Mensch ist nur krank, weil er nicht weiß, wie man still ist. Und wenn ich vollkommen gesund bin, wie kommt dann der Tod? Du musst gesund sterben. Du musst gesund leben und du musst gesund sterben. Wenn ich also gesund bin, wie werde ich sterben? Gesundheit hat nichts mit dem Tod zu tun. Der Tod wird geschehen, wenn deine Lebensenergien ihre Lebendigkeit verlieren. Sie werden ihre Lebendigkeit verlieren, weil sie im Moment aufgrund einer bestimmten Software-Eingabe auf eine bestimmte Weise lebendig sind. Diese Software bezeichnen wir traditionell als Prarabdha. Prarabdha bedeutet eine bestimmte Dimension deiner karmischen Informationen. Es hat eine bestimmte Menge an Informationen, die mit deiner Lebensenergie verknüpft sind, sodass es auf eine bestimmte Weise weiterläuft. Wenn diese Software sich selbst ausgearbeitet hat oder die Menge an Informationen, die zugeteilt wurde, sich selbst ausgearbeitet hat, was das Prarabdha-Karma ist, dann beginnen die Energien schwach zu werden. Wenn die Energien schwach werden und ein bestimmtes Niveau unterschreiten, können sie sich nicht mehr im Körper halten, sie müssen den Körper verlassen. Oder wenn es über einen bestimmten Punkt hinaus intensiv wird, kann es sich nicht mehr im Körper halten. Nur in einer bestimmten Frequenz der Intensität können sich deine Lebensenergien am physischen Körper halten. Ansonsten können sie nicht am Körper haften. Oder der Körper ist nicht in der Lage, diese Intensität zu halten. Lass es uns andersherum ausdrücken. Ja. Es ist nur so, dass eine Energie, die über eine bestimmte Intensität hinausgeht, sich weigert, von einem Körper gebunden zu werden. Eine Energie, die unterhalb eines bestimmten Intensitätsniveaus liegt, ist nicht in der Lage, in einem Körper untergebracht zu werden. Wenn sie also schwach wird, tritt sie aus. Das nennt man Alter. Aber die meisten Menschen sterben nicht an hohem Alter. Sie sterben, weil sie in gewisser Weise den Körper gebrochen haben. Was bedeutet dann schlechte Gesundheit zu sterben? Vielleicht hast du den Körper durch einen Autounfall gebrochen oder durch dein gebrochenes Herz. Wahrscheinlich werde ich deswegen gehen. Entweder ein gebrochenes Herz oder eine verfaulte Leber, wir wissen nicht was. Aber irgendwie hast du den physischen Körper für das Leben unwirtlich gemacht.
Also verlässt das Leben ihn. Schau, du machst einen großen Unterschied zwischen dem Körper und dem Leben, da Leben etwas anderes ist. Und das ist etwas, mit dem jeder zu kämpfen hat. Lass uns also... Nein, nein, sag du es mir. Hast du diesen Körper angehäuft? Ja, das habe ich. Durch Essen. Ich werde dir die gleiche Frage noch einmal stellen. Was immer du anhäufst, kann deins sein. Kann nicht du sein, nicht wahr? Ja, richtig. Deshalb mache ich auf jeden Fall einen Unterschied zwischen dem, was du bist, und dem, was dein Körper ist, weil er eine Anhäufung ist. Ich diskutiere nicht darüber, ob er dir gehört oder nicht. Für den Moment werden wir es nicht diskutieren. Ein Tag wird kommen, an dem auch das zur Debatte stehen wird, nicht wahr? Jetzt, wo du es erwähnst, möchte ich dir eine weitere Frage stellen, denn ich reise viel im Westen und ich habe keine Antwort. Und ich finde die Frage albern. Also werde ich dir eine alberne Frage stellen. Was geschieht mit dieser Energie, wenn der Körper verschwunden ist? Gibt es Individualität nach dem Ende des Körpers? Existiere ich als ich? Habe ich eine Seele? Gibt es Wiedergeburt? Oder ist es nur mein Ego, das sagt, selbst wenn ich meinen Körper loslasse, gibt es immer noch ein Ich, das existiert. Aber wenn dieses Ich dann Teil des größeren Universums ist, dann hat es keine Identität. Es ist eine Frage, die ich den Leuten nicht beantworten kann. Würdest du sie also für mich beantworten, damit ich den Leuten sagen kann, dass ich jetzt ziemlich weise bin? Ich weiß, was du damit machen wirst. Nun, im Grunde sagst du, du möchtest wissen, was nach dem Tod passiert. Ja. Also, ich spiele nur eher eine intellektuelle Erörterung darüber, das ist alles. Aber die grundlegende Frage ist das. Was ich sagen würde, manche Dinge weiß man am besten nur durch Erfahrung. Okay. Bist du bereit? Ja. Du bist nicht bereit für die Erfahrung. Du möchtest also nur zur Unterhaltung wissen. Vielleicht um einen Film darüber zu machen oder einfach um zu reden bei der nächsten Party, auf die du gehst. Ja. Es könnte dir Freunde erkaufen. Also halte mich bei Laune. Es könnte dir Zuhörer erkaufen. Also halte mich ein wenig bei Laune und lass uns darüber sprechen. Okay. In diesem Moment siehst du mich an. Wenn du deine Augen schließt, kannst du mich nicht sehen. Aber du bist immer noch da, nicht wahr? Also bist du es jetzt, der mich anschaut, oder sind es deine Augen, die mich anschauen? Du bist es also, der mich anschaut. Durch das Fenster deiner Augen schaust du mich an. Ja. Wenn du das Fenster schließt, existierst du immer noch. Ich existiere immer noch. Du sagst also ganz klar, dass du viel mehr bist als der Körper, nicht wahr? Stimmt. Aber vielleicht ist es meine Erinnerung von dir, davon, was ich gesehen habe. Nein, nicht was du, ob du mal ein Bild siehst oder nicht, das ist nicht der Punkt. Aber du bist da, nicht wahr? Ich bin da, ja. Du sagst also ganz deutlich, ich bin viel mehr als der Körper. Ja. Und du weißt auch ganz deutlich, dass du diesen Körper langsam angehäuft hast. Ja. Oder anders ausgedrückt, was du als mein Körper bezeichnest, ist nur ein Stück Leihgabe, die du von Mutter Erde genommen hast, nur ein Stück des Planeten. Sie ist ziemlich großzügig. Nein, sie ist sehr großzügig. Sie ist ziemlich großzügig mit der Leihgabe, aber wenn die Zeit kommt, will sie Atom für Atom einsammeln. Was jetzt also als Tod wahrgenommen wird, sind Menschen, die die Leihgabe nicht zurückzahlen wollen. Weißt du, das sind alles Menschen, die die Leihgabe nicht zurückzahlen wollen. In Ordnung, okay. Mir gefällt diese transaktionale Analyse davon. Die meisten Menschen, die einen Kredit aufgenommen haben, solange es kein Gesetz gibt, das sie zwingt, würden sie den Kredit nicht zurückzahlen wollen. Richtig. Es ist eine allgemeine soziale Tendenz in der Welt. Du hast also einen Kredit vom Planeten aufgenommen, den du nicht zurückzahlen willst. Wenn die Zeit für die Rückzahlung gekommen ist, werden sie alle entsetzt. Letzten Endes zahlst du eine Leihgabe zurück. Aber der Grund für das Entsetzen ist einfach, dass du eine Leihgabe genommen hast und nach einiger Zeit dachtest du, ich bin die Leihgabe. Eigentlich eine ziemlich lächerliche Situation. Das kann ich einsehen. Okay. Also. Schau, jetzt halte ich diesen Kieselstein in meiner Hand. Zunächst sage ich, das ist mein Kieselstein. Ich bin nicht bereit, ihn dir zu geben. Nach einiger Zeit beginne ich zu denken, das bin ich. Wenn nun die Zeit kommt, in der mir dieser Kieselstein auf jeden Fall weggenommen wird, werde ich entsetzt sein, weil ich weggenommen werde. I'm being taken away. Du wirst nicht weggenommen, nur die Nahrung, die du angesammelt hast, das Stück des Planeten, das du in Form dieses Körpers angesammelt hast, der Planet verlangt es zurück.
Wenn du dir nur bewusst wärst, das ist nur etwas, das ich angehäuft habe, nicht intellektuell. Jeden Moment, wenn du dir ständig bewusst bist, ich bin nicht dieser Körper, das ist nur meiner, in Ordnung? Das ist nur eine Ansammlung. Ich habe das angehäuft, ich werde es benutzen und wenn es nötig ist, werde ich es fallen lassen. Wenn diese Bewusstheit die ganze Zeit in deinem Leben vorhanden wäre, wäre der Tod nur ein Wechsel der Kleidung, nicht wahr? Ja. Es ist eigentlich einfacher als das. Also, was passiert danach? Okay, ich habe die Schuld zurückbezahlt. Die Frage ist nur bereitwillig oder widerwillig, aber in jedem Fall wird die Leihgabe genommen. Wenn also der Körper konfisziert wird, wirst du ihn, wenn du ein Yogi bist, anmutig zurückzahlen. Ja. Wenn du eine unwissende Person bist, werden sie deinen Besitz konfiszieren, weil du ihn illegal über eine bestimmte Zeit hinaushältst. Sie werden ihn konfiszieren. Was passiert also danach? Dein Körper, wie du ihn kennst, der physische Körper, muss zur Erde gehen, weil er zur Erde gehört. Aber es gibt einen subtileren Körper, der wie ein Gerüst ist. Nur weil der feinstoffliche Körper als Gerüst da ist, kann man den grobstofflichen Körper aufbauen. Du isst eine Banane, sie wird zum Körper. Du isst ein Stück Brot, es wird zum Körper. Du isst ein Brinjal, sie wird zum Körper, weil es ein subtileres Gerüst gibt. Dieser Körper, den ihr seht, der physische Körper, sammelt sich nur um den subtileren Körper. Wenn also dieser Körper fällt, bleibt der feinstoffliche Körper, der allgemein als Ätherkörper oder was auch immer bezeichnet wird, bestehen. Er hat immer noch ein paar Informationen, aber der wichtige Unterschied ist, dass man, als man einen physischen Körper und einen bewussten Verstand hatte, ein Unterscheidungsvermögen besaß. Wenn also der Körper abfällt, zusammen mit deinem denkenden Verstand, dem logischen Verstand und einem unterscheidungsfähigen Aspekt des Verstandes abgefallen ist, gibt es keine Unterscheidung mehr. Man verfährt nur nach Tendenzen. Es gibt also immer noch gewisse Tendenzen. Warum wird in jeder Kultur, besonders in dieser Kultur, so viel Sorgfalt darauf verwendet, dass man im Moment des Todes, wenn ein Mensch stirbt, egal in welcher Beziehung man zu ihm steht, versucht, den Namen Gottes auszusprechen oder man versucht, die richtige Atmosphäre für ihn zu schaffen? Selbst wenn er dein Feind ist, sagt man, Ram, Nam, Satya, Hai, was auch immer. Du weißt schon, was auch immer für einfache Dinge den Menschen beigebracht wurden, aber irgendetwas, um Bewusstheit und Annehmlichkeit um ihn herum zu schaffen, weil man will, dass er gut geht. Denn im Moment des Austritts, wenn er in einem bestimmten Modus ist, was auch immer der Modus ist, sagen wir, er ist gerade im Angstmodus. Jetzt, sobald er den unterscheidungsfähigen Verstand verliert, gibt es jetzt keine Kontrolle über die Angst. Schau, viele Male erscheint Angst in deinem Leben. Aufgrund deines unterscheidungsfähigen Verstandes wirst du sagen, das ist in Ordnung, aber das ist nicht so. Du wirst nachdenken und versuchen, aus der Sache herauszukommen. Wenn es keinen unterscheidungsfähigen Verstand gibt, weitet es sich in eine Paranoia aus. Paranoia, die nicht so ist, wie Menschen, lebende Menschen sie kennen. Paranoia, die Millionen oder Milliardenfach anwächst, weil es eine völlige Abwesenheit des unterscheidenden Verstandes gibt. Aber nehmen wir an, dass du in diesem Moment des Todes Annehmlichkeit schaffst. Jetzt vervielfacht sich auch diese Annehmlichkeit. Millionenfach weiter, weil es keinen unterscheidungsfähigen Verstand gibt. Ein Kind isst Schokolade. Sehr süß. Er hat keinen unterscheidungsfähigen Verstand. Sein unterscheidungsfähiger Verstand ist nicht stark genug. Gut, ich habe 2 Tafeln Schokolade gegessen, es ist genug. Nein, er möchte 2000 essen. Ob Süßes oder Bitteres, Angenehmes oder Unangenehmes, all das kann einen großen Anteil einnehmen, wenn nur kein unterscheidungsfähiger Verstand vorhanden ist. Selbst wenn Menschen leben, nutzen sie nur sehr wenig von ihrem unterscheidungsfähigen Verstand. Meistens funktionieren sie nach Tendenzen, was bedauerlich ist. Aber wenn man den Körper einmal abgelegt hat, gibt es keinen anderen Weg mehr und wird nur noch nach Tendenzen gehen. Es sei denn, man hat ein bestimmtes Bewusstheitsniveau erreicht, wo man bestimmte Dimensionen von Bewusstheit mit sich tragen kann. Andernfalls wird das, was immer deine Qualität ist, sich zu etwas sehr Großem ausweiten. Wenn es sich ins Unangenehme hinein ausweitet, sagen wir, er ist in der Hölle. Wenn es sich ins Angenehme hinein ausweitet, sagen wir, er ist im Himmel. Himmel und Hölle sind also keine geografischen Orte, sondern ein Zustand, in den jemand gelangt. Denn wenn der unterscheidende Verstand einmal aufgehoben ist, kann sich das kleinste Vergnügen in ein himmlisches Maß vervielfachen.
Kleinste Unannehmlichkeiten können sich in eine höllenähnliche Situation vervielfachen, weil der unterscheidende Verstand abwesend ist. Und dann Wiedergeburt. Jetzt möchtest du zurückkommen. Natürlich. Wenn also noch eine beträchtliche Menge an Informationen gespeichert ist, also das Karma, die karmische Substanz, die noch stark ist, dann, angenommen, du bist aus Energieschwäche gegangen, das heißt, du bist alt geworden, die Energien sind schwach geworden und es hat eine Zeit lang geruht. Diese Art von Lebensenergie ruht also einfach eine Zeit lang ohne allzu viel Aktivität. Aber angenommen, die Energien wurden nicht schwach, sondern du hast den Körper durch einen Unfall oder Selbstmord kaputt gemacht oder jemand hat dir in den Kopf geschossen oder jemand hat dir das Herz gebrochen. Wie auch immer, du hast den Körper kaputt gemacht und bist gegangen. Die Energien waren immer noch intensiv. Jetzt wird es lange dauern, bis es ohne Körper und Verstand schwächer wird. Wenn du einen normalen Körper und einen unterscheidenden Verstand hättest, sagen wir, du hättest dein Karma in den nächsten 10 Jahren ausgearbeitet und die Energien schwach werden lassen. Aber jetzt, wo du keinen Körper mehr hast, können sich diese 10 Jahre in 1000 Jahre verlängern. Das ist also der Grund, warum man dir immer gesagt hat, du solltest nie durch Selbstmord sterben, du solltest nie ermordet werden, ein Unfalltod ist schlecht, weil dein Schwebezustand jetzt lang, sehr, sehr lang ist. Weil du keinen unterscheidenden Verstand hast. Wir wissen nicht, in welche Richtung du rollen wirst. Und die Chancen, eine andere Gebärmutter zu finden, sind sehr gering, weil du in einem bestimmten Grad der Intensität bist, du kannst keine finden. Solange man also nicht das richtige Maß an Intensität erreicht hat, ist man nicht geeignet, einen neuen Körper anzunehmen. Wenn man also an hohem Alter stirbt, die Energien schwächer werden, man einfach, alles ist in Ordnung mit dem Körper, man geht zu Bett und man wacht nicht mehr auf. Eine solche Person kann innerhalb von 48 Stunden in eine andere Gebärmutter zurückkehren. Aber eine Person, die starb, indem sie den Körper brach, entweder durch einen Unfall oder auf andere Weise, für diese Person kann es dauern, wir wissen nicht wie lange. Es kommt auf das Intensitätsniveau an und darauf, wie viele der Informationen noch unausgearbeitet vorhanden sind. Wir begeben uns in Bereiche, die viel ausführlicher behandelt werden müssen, wenn sie richtig verstanden werden sollen. Nur so zu reden ist nicht gut. Deshalb machen wir immer Witze darüber und überspringen es. Wir sprechen nie darüber, weil das zu allen möglichen Vorstellungen führen würde. Ja. Ungesunde Vorstellung. Bringt mich dazu, an Geister und Gespenster zu glauben. Genau. Ja, in Ordnung. Was nicht nötig ist, weil die Menschen dann in jeder dunklen Ecke, die sie sehen, anfangen, Dinge zu sehen. Ja. Und du kannst Horrorfilme machen und damit Geld verdienen, weil viele Menschen sowieso eine wilde Fantasie haben. Anhand von Tendenzen. Nein, sie alle existieren anhand von Tendenzen, nicht anhand von, das ist der ganze Unterschied. Wenn wir von Spiritualität sprechen, geht es im Wesentlichen darum, von der Zwanghaftigkeit zum Bewusstsein zu gelangen. Vom Funktionieren durch Tendenzen zum Funktionieren durch Unterscheidungsprozesse. Das ist der Schlüssel vom Gebundensein zur Freiheit. Okay. Ich verstehe, warum wir dieses Thema wechseln müssen, denn es ist sehr viel komplexer, als wir jetzt darüber sprechen. Ja, es ist zu vereinfachend, wie ich es jetzt darlege. Denn dann werden die Leute nur sagen, oh, das gibt es, oder das gibt es nicht, es ist nicht, es gibt und es gibt nicht zur gleichen Zeit. Und vielleicht kann ich dich fragen, okay, das ist auch komplex. Denn vieles von dem, was du heute angesprochen hast, als du über die Dualität geredet hast, du hast davon gesprochen, dass die Natur von Shiva widersprüchlich ist. Du hast davon gesprochen, dass alles in einem Zusammenhang oder Widerspruch existiert. Ein kleines Wort zu der Natur der Dualität. Zur Natur unserer Dualität. Das Interview ist die Grundlage von Dualität, weil es zwei sind. Es gibt eine Frage, es gibt eine Antwort. Das ist Dualität. Aber eigentlich gibt es das nicht. Nur wenn man es an der Oberfläche betrachtet, ist das wahr. Wenn man tief genug schaut, gibt es nicht zwei. Aber wenn es nicht zwei gäbe, gäbe es kein Interview. Ja. Es gäbe kein Fußballspiel, es gäbe keine Ehe, es gäbe rein gar nichts in Ordnung. Okay. Die Einheit der Existenz ist also die Grundlage, aber das Spiel ist immer dual. Gegen die Dualität ist nichts einzuwenden, solange man weiß, dass es nur ein Spiel ist. Wenn ich also eine Figur in einem Film namens Universum erschaffen würde, würde das Universum sagen, ich bin eins, aber wenn ich spielen muss, muss ich zwei sein. Ja. Aber dann bin ich im Grunde genommen eins. Ja. Aber ich existiere nicht, bevor ich spiele, und deshalb muss ich zwei sein.
ohne dass der eine mehr Macht hat als der andere. Denn sonst würde es, ich würde nie mehr zurückkehren, um eins zu sein. Schau, das ist das ganze Problem. Der menschliche Verstand ist dualistisch. Wenn man also sagt, es gibt Einheit und dann gibt es Dualität, sagt der menschliche Verstand sofort, also ist die Einheit das ultimativ Übergeordnete. Dualität ist ein gefallener Zustand. Das ist die ganze Adam- und Eva-Geschichte, okay? Okay. Dies ist eine rudimentäre Logik, die die Welt in zwei Teile spaltet. Eine letzte Frage, Sadhguru. Und ich werde nicht sagen, dieses Interview ist zu Ende, denn ich werde für mehr wiederkommen. Und weil es kein Ende geben kann, ein Ende dieses Interviews... Es gibt kein Ende davon. Nein, das hat kein Ende. Und eine letzte Frage, denn ich weiß, dass die Leute sagen werden, warum hast du ihn nicht über Stress befragt? Und ich werde sagen, nur weil ich es nicht verstehe, ich kann Stress nicht definieren. Es gibt viele Dinge, viele der Fragen, die mir die Leute stellen, und ich weiß sehr wohl, dass seit ich dich interviewt habe, werden sie sagen, aber ich weiß, dass wir süchtig nach Schlüsselwörtern werden, aber... Gibt es eine Definition, die wir dem Begriff Stress zuordnen können? Ich muss dir das sagen. Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal in die Vereinigten Staaten reiste, überall, wo ich hinging, sprachen alle über Stressmanagement. Ich konnte das wirklich nicht verstehen. Denn meinem Verständnis nach managen wir Dinge, die wertvoll für uns sind, okay? Okay. Unser Geschäft, unsere Familie, unser Geld, unser Reichtum, unsere Kinder, wir managen all diese Dinge, weil das alles Dinge sind, die wertvoll für uns sind. Warum sollte irgendjemand Stress managen? Das ging mir nicht in den Kopf. Als mir dieses Wort überall entgegengeschleudert wurde, Stressmanagement, sagte ich, warum Stress managen? Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass diese Menschen zu dem Schluss gekommen sind, dass Stress ein Teil ihres Lebens ist. Stress ist kein Teil deines Lebens. Stress ist nur deine Unfähigkeit, mit deinem eigenen System umzugehen. Stress existiert nicht wegen der Art deiner Arbeit. Der Premierminister klagt über Stress, der Pförtner klagt ebenfalls über Stress. Also complaining of stress. Dazwischen sagt jede andere Person, ihr Job ist stressig und arbeitslos zu sein ist stressig. Sie haben nichts zu tun. Auch das, sie sind gestresst. Du leidest also unter deinem Job. Wenn ich dich feuern lasse, wirst du dann freudig sein? Nein. Stress hat also nichts mit deinem Job zu tun, offensichtlich, nicht wahr? Es ist nur, dass du nicht weißt, wie du deinen Körper, wie du deinen Verstand, wie du deine Emotionen, deine Energie, deine Chemie handhaben sollst. Du weißt nicht, wie du irgendetwas handhaben sollst. Du funktionierst durch Zufall, also ist alles stressig. Du steigst in ein Auto, ohne ein Lenkrad, oder du steigst in ein Auto, wenn du es in diese Richtung drehst, fährt es in die entgegengesetzte Richtung. Du wirst gestresst sein, nicht wahr? Ja. Das ist also im Moment die Art von Mechanismus, die du fährst. Ohne irgendetwas davon zu verstehen, einfach nur zufällig gehst du, stolperst du durch das Leben. Du wirst gestresst sein. Stress liegt also nicht an der Art der Tätigkeit, die man ausübt, und auch nicht an den Lebensumständen. Stress kommt einfach daher, dass man nicht weiß, wie man sein eigenes System handhabt. Was für dich stressig ist, ist für andere ein Kinderspiel, ist es nicht so? Stress ist nicht situationsbedingt. Es ist nur eine Unfähigkeit, die innere Situation zu managen, nicht die äußere Situation. Im Grunde verändert und transformiert sich die Qualität unseres Lebens nicht, weil wir den Inhalt unseres Lebens ändern, sondern nur, weil wir den Kontext unseres Lebens geändert haben. Wenn jemand ein schönes Leben führt, heißt das nicht, dass er etwas anderes tut, wenn er morgens aufwacht. Er geht auch zur Toilette, er putzt auch seine Zähne, er macht ebenso die gleichen Dinge. Aber irgendwie ist sein Leben magisch und schön. Wegen dem Kontext. Das kann Menschen widerfahren, wenn sie sich in jemanden verlieben. Sie taten dasselbe, plötzlich sind sie in jemanden verliebt. Plötzlich ist alles anders, weil sich der Kontext ihres Lebens verändert hat. Aber wenn sie sich dann wieder entlieben, ändert sich der Kontext ihres Lebens wieder und es wird elend. Nun ist die Änderung des Kontextes etwas, das freiwillig geschieht, etwas, das man einfach willentlich tun kann. Eine Änderung des Inhalts ist vielleicht nicht möglich, wie du willst. Denn um den Inhalt deines Lebens zu ändern, brauchst du die Erlaubnis der Umstände, in denen du lebst, nicht wahr? Ja. Aber um den Kontext des Lebens zu verändern, brauchst du die Erlaubnis von niemandem. Es ist überhaupt nicht situationsbedingt. An einem bestimmten Tag arbeiteten also drei Männer an einem Ort.
Ein anderer Mann kam vorbei und fragte den ersten Mann, was machst du hier? Der Mann schaute auf und sagte, siehst du nicht, ich behaue Steine. Bist du blind? Dieser Mann ging zum nächsten Mann und fragte, was machst du hier? Jener Mann sah auf und sagte, etwas, um meinen Bauch zu füllen. Ich komme hierher und tue alles, was sie von mir verlangen. Ich muss nur meinen Bauch füllen, das ist alles. Er ging zum nächsten Mann, dem dritten Mann, und fragte, was machst du hier? Dieser Mann stand voller Freude auf und sagte, ich baue hier einen wunderschönen Tempel. Sie alle tun das Gleiche. Aber ihre Erfahrung mit dem, was sie tun, liegt Welten auseinander. Jeder Mensch könnte in jedem Moment seines Lebens das tun, was er in einem dieser drei Kontexte tut. Und das wird die Qualität seines Lebens bestimmen, nicht was er tatsächlich tut. Wie einfach eine Tätigkeit ist, die du tust, oder wie komplex eine Tätigkeit ist, die du tust, ändert nichts an der Qualität deines Lebens. Mit welchem Kontext du es tust, verändert die Qualität deines Lebens, nicht wahr? Absolut. Gut, Sadhguru. Ich hoffe, dass dies nur der Anfang ist und ich hoffe, dass du mir die Gelegenheit gibst, mit vielen weiteren Fragen wiederzukommen. Definitiv. Danke dir.